Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wir zocken heute Special Ops von Resolution Games. Und ja, wir haben hier einmal die Möglichkeit, die Kampagne zu spielen, die stelle ich euch heute vor. Und dann gibt es aber auch noch einen Mehrspieler-Kampfmodus, den teste ich aber heute nicht, eventuell mal später. Aber ich gehe jetzt erstmal mit euch in die Einstellungen und ja, hier sehen wir können einmal die Sprache auf Deutsch stellen. Das heißt aber nicht, dass wir eine deutsche Sprachausgabe haben, sondern wir haben nur englische Sprachausgabe und deutsche Titel hier oder Texte. Dann kann man einmal den Arena-Benutzernamen hier einstellen, dann die Arena-Benutzergröße, wie groß das Ganze sein soll. Hier haben wir Audio. Hier können wir uns die Musik ein bisschen leiser stellen, ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Und dann unter Barrierefreiheit habe ich auch die Möglichkeit, die Waffe automatisch festzuhalten. Oder wenn ich die Grifftaste loslasse, dass sie mir halt runterfällt. Ich spiele das gerne, dass ich die Grifftaste halt halten muss. Dann haben wir den Griffwinkelversatz. Und das ist interessant, weil wenn ich den jetzt hier verstelle, seht ihr, die Hand geht so ein bisschen hoch und runter. Ich habe mir das ein bisschen eingestellt, weil ich mit den Revolvern echt schwer zielen kann. Ich treffe da fast gar nichts. So geht es ein bisschen besser. Also es muss dann jeder für sich selber halt einstellen. Hier haben wir jetzt den Kampagnenmodus. Ich habe eine Mission schon gespielt, habe mir auch die Schrotflinte schon freigespielt und ich würde sagen, gehen wir direkt in die Mission 2. Und jetzt wird hier unser Punkt hier aufgebaut. Der ragt leider auch so ein bisschen in den Raum rein, aber es ist nicht weiter tragisch. So, und hier sind wir im Menü. Genau, hier kann man auch die Waffen, die wir haben, testen. Also die Schrotflinte macht schon sehr viel Bock. Hier haben wir die ganzen Slots, die wir uns erstmal freischalten müssen, bevor wir die bestücken können. Und dann kann man halt hier auch Teile kaufen. Ich habe jetzt hier nicht viel zur Verfügung, 250 ist jetzt nicht mehr viel. Damit könnten wir hier noch so einen Slot freischalten. Vielleicht mache ich das, dann haben wir das schon mal. So, und dann könnte man da jetzt auch noch irgendwas reinpacken. So, jetzt haben wir hier zwei Medikits. Man könnte da auch noch eine Granate hinpacken, wenn man noch Geld hätte. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Die nimmt man sich einfach, drückt drauf und schon wird geheilt. Also ihr werdet nachher sehen, wenn ich versuche, die Gegner zu treffen, treffe ich mit den Revolvern fast gar nichts. Und nachladen ist ganz einfach. Einmal runter, hoch, fertig. Und schon wird nachgeladen. Automatisch. Ist ganz nice. Wenn ich die Waffen fallen lasse, erscheinen die auch wieder bei mir. Und wenn ich solche Kisten hier öffne, reicht es nicht, dass ich die geöffnet habe, sondern ich muss dann nochmal darauf schießen, was dann da aufplöppt. Das war jetzt zum Beispiel unendlich Schüsse auf unsere Waffe und ich brauche nicht mehr nachladen. Und das ist bei der Schrotflinte echt der Wahnsinn. Hier haben wir noch einen Doppelschuss. Also das ist erstmal ja, das kleine Tutorial, sage ich einfach mal. Jetzt legen wir los. Cargo train is headed to where Hatchet Corp is sourcing their crystallite. If we can pinpoint that location, we might disrupt their operations. Genau, in der ersten Mission sind wir bis zu diesem Zug gekommen. Objective is to hack the train mainframe and extract the destination coordinates. Get ready, operative. You got a ticket to ride. Und jetzt müssen wir diesen Zug hacken. Also wir haben hier halt einen Shooter in unserem eigenen Raum und ich finde es einfach geil. Auch die Waffen sehen echt cool aus. Gefällt mir, wie die halt ausschauen. Und es funktioniert halt auch alles sehr gut. Jetzt wird hier geladen. Alright, operative. You are on board and en route. Find the mainframe and extract the destination data. Also Hatchet Corp will do everything in its power to stop you, so stay vigilant. Okay.
Das ist ja geil. Jetzt haben wir Zeitlupenmodus. Ich finde das so gut gemacht mit diesem Links-Rechts. Left side. Das macht schon richtig Spaß. Wir haben immer noch unendlich Munition gerade freigeschaltet. Jetzt ist es weg. Also das war schon OP. Schnell unser Medikit nehmen. Was passiert jetzt? Das ist doch gemein. X-ray active. That car is coming down. Watch out. Das Schutzschild, was ganz kurz anhält, ist natürlich gut, um mal durchzuatmen. Puh. Oh. The mainframe should be just ahead. Hang in there. You again. Das kann schon was, das Spiel. No, I'm afraid this is your final destination. Meinst du? I've played you for the fool you are. And you will die having learned nothing. Irgendwo öffnet sich jetzt was. Damn it. Hatchet Corp outmaneuvered us. But it's not over yet. Wo, wo, wo? Das macht schon richtig Bock. This station must be some sort of logistics hub.
other trains leaving. Press forward, operative. Anstrengend, aber cool. Komm raus hier. Diese Tonnen sind echt sehr gut. Von wo schießt einer? Jetzt wird's gefährlich. Das ist nicht gut. Zur Arktis will ich nicht. Okay. Ach, guck mal. 3 Sterne nur. Ist aber schwach, oder? So, wir haben uns auch was Geld freigespielt. Jetzt schauen wir mal, was wir dafür holen können. Was vielleicht Sinn macht. Scharfschützengewehr wäre eben echt gut gewesen, wichtig gewesen. Aber das reicht noch nicht aus, oder? Nee. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Und wir können die jetzt kaufen. Dann müssen wir aber die... Also ich würde erstmal diesen Slot hier freischalten. So. Dann kann man da noch eine Dings hinsetzen. Fürs Einsatzschild reicht es. So, dann haben wir jetzt hier Einsatzschild und das ist doch nicht schlecht. Damit kann man mal ein bisschen was anderes machen und danach würde ich mir das Scharfschützengewehr auch holen. Gehen wir mal los. This Arctic base seems to be a staging ground for Hatchet Corp's military arm. They think. Okay, wir kämpfen uns durch. Leider, ich glaube, das liegt an meinem grünen Raum.
ist das so ein bisschen versetzt da hinten. Aber das spielt den, das tut dem Spiel jetzt keinen Abbruch. Also ich kann trotzdem ohne Probleme spielen. No time for pleasantries, operative. Take him out. Like Hatch and Corp can teleport soldiers directly to combat. Oh, jetzt geht's aber los hier. Ach, guck mal, da ist jetzt einiges. Oh nein! Jetzt habe ich den Doktor abgeschossen. Das ist schlecht. Es kommen immer Doktoren und die muss man dann halt retten. Und nicht abknallen, wie ich gerade. Hier ist nur Action. Na komm. Das war jetzt gut mit dem Schild. Also ich weiß ja nicht, wem das keinen Spaß macht. Einfach so ein bisschen abschalten, rumballern. Health activated.
Da war doch noch einer. Okay, habe ich noch genug? Rechts, rechts, oder? Der traut sich. Darf ich ran? Darf ich dran? Ich hält das Schild noch. Jetzt bin ich tot. Vom Checkpoint natürlich. Jetzt muss ich das anders machen. Vielleicht erstmal die Dinger abknallen. Mit dem Revolver. War ein bisschen, ich wollte ein bisschen zu viel gerade. Hier nochmal dran. Also ist die Liste. Die beste Taktik. Links, rechts. I run a legitimate business here. What gives Spatial Ops the right to interfere? Legitimate? What's legitimate about kidnapping my people and forcing them to conduct highly dangerous portal research? Oh, sorry, Operative. Your portal is perfectly safe, of course. Activated. I see the target. I'll take the breach.
Uiuiui. We have Indicate. Have to figure out what they're doing with those crystals. Forge ahead, operative. Heilung, Heilung! Okay, das ist echt viel. Jetzt geht's ab hier. Granaten wären natürlich jetzt auch noch besser. That door leads to the dockyard elevator. Let's regroup back at Spatial Ops before heading down. Excellent job so far, operative. Wahnsinn. Oh komm, komm. Die Genauigkeit ist durch die Schrotflinte natürlich nicht so gut, aber trotzdem. Trotzdem macht es mir mit der Schrotflinte aktuell mehr Spaß. So, mal gucken, was wir uns kaufen können. Jetzt können wir uns nämlich die Schrotflinte kaufen. Das ist gut. Scharfschützengewehr, sorry. Freischalten und dann legen wir uns die hier an. So, dann haben wir da eine Scharfschützengewehr. Das ist gut. Da haben wir eine Schrotflinte. Warte, ich leg die mal alle ab. So. So. Und da kann man das Einsatzschild hinlegen. So. Damit trifft man ja gar nichts. Also keine Bewegungs Gegner. Okay, werden wir nachher im Spiel testen. Letzte Mission. Bis ich sterbe. Jetzt sind wir hier schon ganz gut ausgestattet, würde ich sagen. Portal wird gestartet.
Tommy Gun wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? The ship is almost finished loading. We must reach it before it sails. Aha. Werden. Boah, das ist das schwer. Okay. Komm, noch ein. Ein machen wir. Boah, das ist aber gar nicht so leicht mit dem Scharfschützengewehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es wäre einfacher. Danach kann ich schon komplett duschen gehen. Das kann doch nicht sein. So, jetzt probiere ich mal ganz kurz was. Und den stelle ich jetzt erstmal wieder auf 0. So. Vielleicht habe ich auch gerade ein bisschen Probleme, weil ich diesen Winkel angepasst habe. Oh yeah.
up. Use a pack. Also Scharfschützengewehr gefällt mir gar nicht. Kann ich irgendwie überhaupt nicht mit umgehen hier. Der trifft überhaupt nicht. Also mit einem Revolver bin ich besser als mit dem Scharfschützengewehr. Destination before we sink it. Jetzt geht's aber hier in den Keller, du. Let's see if you can extract that info before scuttling the ship, operative. Auch eine tolle Taktik hier mit dem Schild. Wir haben ja Dauerfeuer noch. Wechselt er aber hier schon. Don't
gar nicht wenig, was hier so passiert. Ich weiß ja nie, ob noch ein Portal links hinter einem ist oder sonst wo. Haben wir wieder, ist gut. Schild hätte ich gerne mitgenommen. So anstrengend, Leute. We're almost at the bridge. Do we really need to destroy the ship? We have no way of securing those crystallites, Leo. I will make it up to you somehow.
Watch out, operative. That helo packs quite a punch. Gar keinen Schaden. Dass das so eintönig ist, weil hier, ich finde auch keine andere Waffen oder so. Okay, das war's, Leute. Ich bin raus. Wir sehen uns jetzt nochmal wieder. So, Leute, das war mein Gameplay zu Special Ops und ich bin echt fix und alle. Also es ist sehr, sehr anstrengend gewesen, muss ich sagen. Mir macht das Spiel aber unwahrscheinlich Spaß, auch wenn es jetzt nur ein Rail-Shooter ist, muss man sagen, es macht einfach nur Bock. Ich habe einfach Spaß dabei, mich durch die Level zu schießen. Auch wenn wir jetzt hier nur auf einer Plattform stehen, wir müssen uns aber permanent bewegen. Am Ende habt ihr ja gesehen, wie ich da rumgerobbt bin. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Faktor, der da mit einspielt. Man bewegt sich.
Also ich bin wirklich ins Schwitzen gekommen und das ist das, was man auch ab und zu mal in VR braucht, Bewegung. Die Leute bewegen sich halt auch teilweise viel zu wenig und da sind solche Spiele echt cool und es hat mir Spaß gemacht. Es ist jetzt kein wirklicher, also ich würde sagen, ein Action-Shooter halt. Er macht einfach nur Bock, es ist nicht realistisch, will er auch gar nicht sein, aber es macht mir Spaß. Was mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat, sind das Scharfschützengewehr und der Revolver. Scharfschützengewehr habe ich überhaupt gar nicht hingekriegt, obwohl ich wirklich immer im Punkt war und dann mal ein bisschen höher gezielt habe. Es hat nicht geklappt. Und Revolver habe ich auch mit Kim McCall irgendwie Probleme gehabt, auch wenn ich den Winkel mir immer angepasst habe. Weiß nicht, kann man mir liegen oder das Spiel muss noch ein bisschen optimiert werden, kann natürlich auch sein. Und aber insgesamt muss man sagen, also wenn ihr das jetzt kauft, kostet es 14,99 und wenn es danach bestellt wird, nach Release, kostet es glaube ich 17,99 oder 18,99, aber vollkommen in Ordnung für so ein Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Spielspaß da drin steckt, ob noch irgendwie was dazukommt an Waffen, die man eventuell freischalten kann oder sonst was. Aber man kann das natürlich, ich habe jetzt auf Normal gespielt, man kann das natürlich später dann auch auf Schwer spielen. Ich glaube, dann kann man sich nicht so einfach, wie ich mich da teilweise durchgeschossen habe, durchschießen, sondern man muss dann ein bisschen mehr noch in Deckung gehen. Bei mir hat die Quest immer wieder Probleme mit den grünen Wänden. Deshalb ist die Plattform auch so ein bisschen rausgebackt. Ist natürlich schwierig, eine komplette grüne Fläche für die Quest, das wirklich gut zu lokalisieren. Auch wenn er hier Anhaltspunkte hat. Man ist halt immer, wenn man da hinguckt, dann weiß die Quest, glaube ich, nicht mehr so wirklich, wo sie gerade ist. Aber es hat ganz gut geklappt. Also es war auch jetzt nur, ich sag mal, 40 Zentimeter, was das rausgeragt hat zur Wand. Und ja, ich wusste es. Von daher, man kann ja auch immer die reale Umgebung noch sehen. Das ist ja auch das Gute. Von daher weiß man auch immer, wo man gerade so steht. Ja Leute, das war mein Gameplay dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Gerne eure Meinung jetzt unter die Kommentare. Gerne ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.